Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8, den Videospiel-News. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser neuen Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit Pokémon Go. Ich kann ja weiterhin kein Pokémon Go spielen, weil ich kein mobiles Internet habe auf meinem Handy. Egal. Aber jedenfalls habe ich für euch neue News. Heute geht es unter anderem über eine neue Konsole von Nintendo, die sie unter der Woche vorgestellt haben. Neue Informationen unter anderem auch zu Pokémon Sonne und Mond. Also beginnen wir gleich mal. Als erstes mit den Charts und ich muss euch leider wieder sagen, es sind immer noch die gleichen vom 4.6.2016. Also leider heute wieder mal keine neuen Charts für euch. Tut mir leid, aber was willst du machen, wenn halt einfach keine Charts neu rauskommen? Deswegen fangen wir einfach mal an mit den... Na klar, war ja klar, dass der die Rote auf dem Fall hat. Und ich krieg einen Pilz, seriously. Jedenfalls habe ich für euch trotzdem neue News. Und zwar als erstes mal zwei neue Videos zum Spiel Monster Hunter Stories. Zurzeit gibt es nicht so viele neue News. Weiß nicht, wahrscheinlich einfach, weil die Gamescom gerade vorbei ist. Und ich krieg schon Shintari, super. Und der hinter mir kriegt eine Rote. Der kriegt eine Rote. Er kriegt drei rote Panzers und ich krieg eine... Ich krieg einen Stachel, ja, das wird nix in dem Rennen. Ja, jedenfalls guckt euch einfach mal die neuen Videos zu Monster Hunter Stories an. Dann gibt es neue Informationen zu... Ernsthaft? Also jetzt werde ich verarscht. Ein Stachel? Ein Pilz? Und ein Looper. Das ist verarscht. Ja, jedenfalls gibt es neue Informationen vom Telltale Game. Die machen ja diese Batman-Serie neu. Also die machen ja eine Batman-Serie in Episodenstil. Und die erste Episode wird ab August erscheinen. Wann August ist bisher noch nicht bekannt, aber in San Diego angeblich soll es dann tatsächlich endlich den Release-Termin zur ersten Episode geben. Zurzeit ist nur bekannt ab August. Aber es wird natürlich auch eine, ja... Handelsform geben, also sozusagen eine Version, die man sich im Handel kaufen kann. Die wird erscheinen ab dem 16.09. Dann könnt ihr euch Batman-Episodenspiel im Handel kaufen. Und ab August die erste Episode für PC oder eure Konsole herunterladen. Irgendwie hat heute keiner Lust mehr auf Mario Kart 8. Vorhin bin ich in einer Gruppe gewesen, da sind alle instant rausgegangen. Und jetzt bin ich in einer Gruppe, wo jetzt gerade 5 Leute rausgegangen sind. What the fuck? Egal, weiter geht es mit FIFA 17. EA hat unter der Woche 2 neue Videos rausgehauen. Einmal geht es dabei um den Angriff. Da zeigt EA ein neues Video, wie man die Angriffe in FIFA 17 neu gestalten kann. Unter anderem ist es jetzt möglich, den Winkel jetzt perfekt zu timen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen flach angesetzten Schuss machen wollt, dann müsst ihr einfach nur die Schussanzeige ganz langsam aufladen oder halt, wenn ihr einen starken und den Winkelschuss machen wollt, dann müsst ihr die Leiste halt stark aufladen und ihr müsst den perfekten Winkel treffen. Also vor allen Dingen wird der Winkel jetzt ziemlich wichtig sein in FIFA 17, wie ihr halt den Ball trifft, damit ihr halt ein Tor erzielen könnt. Vorgestellt wird das von Martial, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch mal das Video ansehen. Oh, ich wollte die Bombe nicht nach vorne schmeißen. Ah, war ja klar, dass der eine rote kriegt. Ja, dann jedenfalls gab es noch ein Video von EA und zwar zu dem zur Spielerintelligenz. Die wurde nämlich jetzt auch verbessert. Die wurde euch vorgestellt von Marco Reus. Könnt ihr euch natürlich unten auch in der Videobeschreibung angucken. Da stellt euch Marco Reus so ein bisschen vor, wie die neue Spielerintelligenz ist. Das heißt, dass die Spieler jetzt mehr in die Räume gehen. Und wieder eine Münze, Alter, verarsch mich. Bisschen Itempech, ne? Aber nur ein bisschen. Ja, also könnt ihr euch mal das Video ansehen von Marco Reus. Wie gesagt, er stellt euch davor, wie die Spielerintelligenz ist. Also das heißt, dass sie sich mehr in die Räume bewegen und sich halt intelligenter bewegen. Schaut euch einfach mal das Video an. Sieht eigentlich sehr gut aus. Sogar auf Deutsch habe ich eins gefunden von Marco Reus. Das andere von Martial ist leider auf Englisch.
So, hab die Gruppe gewechselt und zack, findest du mal eine Gruppe, die voll ist. Na, geht doch. So macht doch Mario Kart 8 mehr Spaß mit mehr Leuten. Ja, also weiter geht's mit den News und wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar zu Sword Art Online Holo Relation. Unter der Woche gab es jetzt die europäische Collectors Edition, wurde jetzt vorgestellt. Die könnt ihr euch hier mal ansehen. In dieser befindet sich das Spiel. Dann zwei Figuren von Kirito und Asuna, die jeweils 17 cm groß sind. Alle beide übrigens im Sword Art Online-Stil. Und dann wird es noch eine kleine Sammel-Edition geben. Cool, erster. diese gesamte Collectors Edition könnt ihr erhalten für 9 und... Alter, ich habe die Banane zurückgelegt. Warum wurde ich getroffen? Diese gesamte Collectors Edition könnt ihr euch für 99,99 € bei GameStop holen. Und ist klar ein Stachy. 5 Sekunden erster. Und gleich ein Stachy. Seems legend. Take that. Ja, exklusiv übrigens nur bei GameStop. Warum auch immer nur bei GameStop? Also ich hätte das persönlich bei Amazon gerne gehabt. Ich werde mir natürlich versuchen, die Collectors Edition zu holen. Alter, wirklich. Ich habe ein bisschen Pech in dieser Folge, kann das sein? Unter anderem gab es unter der Woche noch zwei neue Bilder zu Sword Art Online. Holo Relation. Die könnt ihr euch hier mal angucken. Beide. Oh, beide sind zu Shinnon. Sehen ziemlich strange aus. Wir werden sehen, was im Spiel passiert. Dann Pokémon gab's unter der Woche neue... Gab's neue Informationen und zwar zu Pokémon Sonne und Mond. Erstmal zwei neue Pokémon. Die sehen hier so aus. Shiryuku heißt das eine, ist ein Geist-Fee-Pokémon. Und das andere heißt Kitagamaru oder Kitagamuma. Jedenfalls ziemlich strange Namen und ziemlich strange Pokémon. Und das andere ist übrigens ein Normal-Kampf-Pokémon. Für mich sieht das eine aus wie ein totes Pikachu und das andere wie ein Pedobär. Auch so wurde es so ein bisschen im Internet beschrieben. Sieht auf jeden Fall ziemlich strange aus. Dazu gab es noch in Japan einen neuen Trailer zu Pokémon Sonne und Mond. Den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung angucken. Da sieht man Szenen, die man bisher schon kannte, aber unter anderem auch viele neue Szenen. Man sieht zum Beispiel auch wieder, dass das wieder so ein bisschen in Real Life gedreht wurde. Das macht ja Nintendo bei Pokémon Sonne und Mond bisher ziemlich häufig, dass man da größtenteils Real Life Bilder nimmt, so dass das halt so Pokémon Sonne und Mond wirklich wie ein Urlaub daherkommt, in dem man einige Abenteuer erlebt. Sieht man nochmal in dem Trailer schön, schaut ihn euch einfach in der Videobeschreibung an. Dann gab es die größte Ankündigung der Woche und zwar, ich hoffe ich kriege jetzt den Namen komplett hin, und zwar das Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Jawohl, ich habe den Namen komplett und richtig hinbekommen. Ja, was ist das Nintendo? Was ist dieses Nintendo-Teil? Das muss man sich vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich den NES. Das war die allererste Konsole von Nintendo damals. Und die bringt man nun erneut raus, sozusagen. Man kann sagen, eigentlich das NES als Remake, aber nur kleiner und handlicher. Ihr könnt euch diese neue Konsole ab dem 11.11. kaufen. Keine Sorge, es ist nicht die NX, das ist es nicht, sondern es ist halt nur eine kleine Mini-Konsole. Dort sind 30 Spiele installiert, die ihr dann spielen könnt. Unter anderem die ganze Super Mario Bros. Reihe, auch die Legend of Zelda Spiele, Metroid, das erste Final Fantasy und. Diese Spiele könnt ihr alle dort auf diesem Nintendo-System spielen. Ist aber eine sehr kleine Konsole. Ihr seht hier gleich mal ein Bild, was ich euch hier einblende. Da seht ihr, wie klein diese Konsole ist. Es hat aber ein HDMI-Kabel
Und es wird auch nur HDMI-Anschlüsse besitzen, diese Konsole. Das heißt, wir können sie nur mit einem HDMI-fähigen Computer oder Bildschirm halt spielen. Und hier geht es in dieser Runde echt ab. Also, der wilde Wipfel war hier ein bisschen gestört und deswegen kriege ich jetzt auch Minuspunkte. Weil ganz ehrlich, das war hier jetzt ganz ehrlich ein bisschen zu gestört, diese Runde. Ja, zu den Controllern und zu der Nutzung und zu dem Netzteil kommen wir gleich. So, jetzt kommen wir zu dem Controller. Den Controller könnt ihr euch entweder in diesem Paket kaufen. Wir wissen noch nicht, wie viel dieses Paket kosten wird. Wir wissen nur, dass es am 11.11. rauskommen wird. Jedenfalls wird es dazu einen Controller geben. Diesen Controller könnt ihr nicht nur für dieses Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System nutzen, sondern auch für eure Wii und Wii U, aber natürlich logischerweise nur für die NES-Spiele, die ihr euch im Nintendo eShop herunterladen könnt. Dafür könnt ihr diesen Controller unter anderem auch nutzen. Den könnt ihr nämlich separat auch kaufen, wenn ihr das wollt. Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, was geht denn hier ab? Dann kommen wir zum Netzteil, also zum Stromkabel. Das ist das große Problem. Das wird nämlich nicht enthaltbar sein in diesem Paket. Das müsst ihr euch einzeln kaufen. Warum auch immer muss man sich das einzeln kaufen, hat Nintendo nicht so wirklich begründet. Ist ein bisschen Käse, warum das nicht in diesem Package mit dabei ist. Finde ich ein bisschen schwachsinnig, dass man sich das noch extra kaufen muss. Das heißt, wenn ihr euch dieses Nintendo-System kaufen wollt, dann müsst ihr euch ein Netzteil. Ja, natürlich. Wie viel Kugelwillis denn noch? Könnt ihr alle mal aufhören, hier so gestört zu sein? Es nervt. Dann kommen wir zur letzten News. Und zwar geht es hierbei um die Gamescom. Unter der Woche wurde nämlich angekündigt, dass einige Publisher auf der Gamescom keine Pressekonferenzen machen. Denn wie ihr wisst, ist es ja meistens so auf der... Alles klar. Ist es ja meistens auf der Gamescom so, dass noch einige Pressekonferenzen von Sony und Co. gemacht werden. Dieses Jahr wird es leider nicht sein. Sony, Microsoft und EA haben angekündigt, dass sie keine Pressekonferenzen machen werden. Warum? Es gab keine... Oh, ey, leck mich doch! Was ist denn das hier? Ganz ehrlich, die Items sind hier gerade ein bisschen auf furios eingestellt. Kann das sein? So, jetzt hoffe ich, dass ich noch ein paar gute Items kriege. Ja. Kann ich aber nicht mehr so viel reißen, weil alle hier irgendwie irgendwas Gestörtes haben. Ey, was ist denn das hier gewesen? Zwei Rennen! Aber komplett furios. Jeder hatte irgendwie nur gestörte Items, außer ich. Ich hatte Blooper und Co. Ist klar. So kann ich natürlich weit nach vorne kommen. Ja, jedenfalls sind diese drei nicht dabei. Wie gesagt, Sony, Microsoft und EA. Die werden zwar auf der Gamescom sein, also die haben ihre Stände schon, aber die werden halt nicht keine Pressekonferenzen machen, wie es in den letzten Jahren der Fall sein wird. Wie gesagt, eine genaue Begründung, warum das so ist, gab es jetzt nicht. Also ich habe persönlich keine gefunden, warum jetzt Sony gesagt hat und die anderen, ja, wir machen jetzt keine Pressekonferenzen. Weiß man auch nicht. Ist natürlich ein bisschen doof. Also die Fachpresse bekommt leider keine Pressekonferenzen, wo wir dann vielleicht neue Informationen hätten bekommen können zu Mass Effect Andromeda, PlayStation Neo oder Project Scorpio. Ist natürlich ein bisschen schade, aber was soll's. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, vor allen Dingen zum Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Ziemlich langer Name für eine ziemlich kleine Konsole. Aber trotzdem, ich finde die Konsole interessant. Ich werde sie mir jetzt zwar nicht kaufen, weil ich nicht so der große Fan bin vom NES, weil ja, ihr wisst ja, wer mein Super Mario Brothers Let's Play so ein bisschen verfolgt hat, also den ersten, den zweiten und den Lost Levels-Teil, der weiß, dass ich mit der alten Steuerung ja nicht so dicke bin, von daher werde ich mir das nicht holen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch dieses Konsülchen kauft. Wie gesagt, ein eigenes Netzteil müsst ihr euch noch dazu kaufen im Handel, aber ansonsten könnt ihr euch diese kleine Konsole ja holen. Wie gesagt, 30 Spiele sind vorinstalliert. Ich habe euch da so ein kleines
Bildchen ja eingeblendet. Schreibt mir eure Meinung. Das war's für diese Folge und übrigens nochmal danke fürs Zusehen für 200 Folgen von Mario Kart 8, den Videospiel-News. Ich hatte ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass das hier kein großes Special wird, weil ich halt einfach zu viel zu tun habe. Trotzdem möchte ich mich bedanken für 200 Folgen und die Leute, die hier immer noch dabei sind, denen gehört natürlich einen besonderen Dank. Vielen Dank für eure jahrelange Treue, dass ihr dieses Let's Play immer noch verfolgt. Vielen, vielen, vielen Dank. Es macht mir persönlich immer noch Spaß, dieses Let's Play, obwohl wir jetzt auch schon ja fast mehr als 2 Jahre auf dem Buckel haben. Trotzdem, das Let's Play macht mir immer noch weiterhin Spaß. Ich werde es auch weiter machen, obwohl wir jetzt dann mehr als 200 Folgen haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr dann nächste Woche Sonntag wieder einschaltet zu Mario Kart 8, den Videospiel-News. Mein Name ist Fluino392 und ich sage Ciao!